Wir sind hier vom Hamburg Haus in Eimsbüttel. Hier findet heute die Filmsammlerbörse ab 18 statt. Ganz recht. Wir selber sind ja Profis in Filmsammlerbörsen, sind ja früher oft zu welchen gegangen. Also Profis als Besucher, nicht als Händler? Auch, ja. Jedenfalls gucken wir uns das jetzt mal an. Am Anfang, habe ich gesehen, sind die ganzen unter 18 genau, Sachen, ja. Wo jeder hin darf. Vor der Halle. Genau, und nachher wird kontrolliert, ob man auch schon... Bei dir wird es ein bisschen problematischer, du siehst ja noch so jung aus. Von Ausweis dabei, verdammt. Ja, wir kriegen das schon hin, wir sind ja die von der Presse. Wollen wir reingehen? Wagen wir. Waren lange nicht mehr bei der Börse, ne? Viele Jahre. Wir sind ja sonst immer in NRW auf Börsen gewesen. Ja, im Raum unterwegs. Südlich? Von hier aus gesehen schon? Ja, schon. Die Kamera nicht zu lange allein lassen wollen. So, jetzt sind wir hier mit Lars Nürup. Und du bist Veranstalter der Filmsammlerbörse. Genau. Was erwartet uns? Wir sind gerade hier reingekommen. Was erwartet uns hier? Sex, Gewalt und gute Laune. Alles. Also alles das, was es im Mediamarkt nicht gibt, irgendwie. Ja. Das sind hauptsächlich Hardcore-Filmsammler. Also Hardcore nicht im Sinne von Hardcore, ja. Nee, also, nee, sondern richtige Sammler. Sondern, genau, Hardcore-Sammler. Also die Filme, die in kleiner Auflage erscheinen, die zu kleinen Nischenprodukte, die nicht für Mediamarkt tauglich sind. Die großen Firmen, die hauen 10.000-fach ihre Filme in den Mediamarkt. Es gibt Leute, die kaufen Filmrechte ein für ein spezielles Publikum. Das sind Science-Fiction-Sachen, das sind Horror-Sachen halt irgendwie. Und die werden nur in minimalen Auflagen so von 100 bis 500 Stück. Und die gibt es eben hier bei uns zu kaufen. Halt. Das Ganze ist ab 18 Jahren hier natürlich mit Ausweiskontrolle. Die vorne habe ich gesehen, das ist aber... Das ist im Foyer, genau. Im Foyer sind dann so die das ist dann Comic-Bereich. Filmplakate, Autogramme und Filmbücher, also alles rundherum halt irgendwie. Das hat in den 80er Jahren einen viel größeren Raum eingenommen. Es gibt viele, die sind das erste Mal auf der Börse, die können alles gebrauchen. Also, die habe ich irgendwie damals noch im Kino gesehen und so. Dann gibt es aber auch die Hardcore-Sammler, die sammeln jede Box. Ja? Also das heißt, von einem Film oder so, dann kaufen die sich auch die 20. Auflage nochmal. Mhm. Hauptsache, weil sie eben die kennen die Sachen alle schon. Also so, aber da geht es dann darum, irgendwie nachher, dass alle Cover zum Beispiel ein Bild ergeben. Ja? So von, zum Beispiel von Andreas Bethmann, die X-Rated Sachen, oder so, sind dann durchnummeriert. Und dann ist es eben scheißegal, ob mir der Film gefällt oder nicht. Ich muss die eben durchhaben, ne? in durchlaufende Nummern halt oder so zum Beispiel halt. Ja? Also das ist ja auch Sammeln. Ist was Irrationales, ne? Ist was Irrationales, ne? So, dann wissen wir schon eine Menge. Okay. Was uns heute erwartet. Dann gehen wir mal rein. Dankeschön. Die Leute hier sind ja auch ein bisschen älter als wir selber. Auch nicht alle. Nee? Siehst du viele junge Leute? Also nicht junge, aber trotzdem jünger als wir. Findest du? Jemand, der Homer Rocks auf seinem T-Shirt hat, der kann doch nicht jung sein. Du machst dich lustig. Das ist jetzt weit genug. Professionell aufnehmen. Und von oben sieht es auch noch cooler aus. Noch cooler, ja. Noch cooler. Noch aber viel geiler. Aber mein Arm, oh. Ja, das ist schwer für deinen Arm. Für jeden Arm. Du meinst, nächstes Mal brauchen wir diesen, wie heißt der, Gimbal? Ist das der Doktor? Dr. Gimbel. Nein. Harr. Irgendwas, was uns das Aufnehmen erleichtert. Das ist ja jetzt kein Zustand. Leitet das aus? Das weiß ich nicht. Ist das der Typ mit Dot? Ja. Wie heißt die Sendung normal? Da können wir ein bisschen Werbung machen. Talk Dot. In Hamburg Talk aufgenommen. Talk.com oder .de? Ah ne, der Dot ist schon drin. Talk. Dot steht für... Punkt. Nein. Talk Dot. Ach so, Plattdeutsch. Spricht das. Talk Dot. Genau, das ist... Also nicht scharf heiß, sondern heiß. Warm quasi, ja. Warm. Wieso bist du denn größer? Weil ich größer bin. Nee. Natürlich nicht größer. Seit wann bist du denn größer? Schon immer. Was? Ja. Okay. Wie groß bist du? 1,83? 1,83? Wie mir geil war. Ja. Ach ja, stimmt.
Stimmt, wir sind hier mit Stefan Pico. Genau, du bist Filmemacher und Filmenthusiast. Genau, und hier auf der Börse bin ich auch noch als Standhelfer für einen meiner Kunden auch noch unterwegs. Wer ist der Kunde? Ich bin hier für Shamrock Media, für die ich auch häufiger tätig bin im Bereich Mastering, Authoring, Schnitt. Und ganz stolz bin ich da jetzt auch auf unser neuestes Release, Puppet Master Legacy. Oh, Moment, welcher ist das? Das ist der achte Teil. Der ist 2004 erschienen, aber bislang noch nicht in deutscher Sprache. Genau, genau. Und jetzt erstmalig in deutscher Sprache. Tonrestauration, daran war ich beteiligt. An der Synchronisation war ich beteiligt. Trailerschnitt. Und da ist was ganz Schönes zusammengekommen. Du machst ja selber Filme. Sind die auch in dem Genre? Nee, ich bin dann eher in einem anderen Genre unterwegs. Bislang habe ich Kurzfilme produziert, Dramen produziert. 2013 Sachlich, womit ich dann auch international auf Festivals gelaufen bin. Dieses Jahr will ich meinen neuen Kurzfilm Exitus Precox. Dramen wird zwar ein bisschen blutig, von daher passt ein bisschen ins Horrorgenre. Es geht um eine Frau, die sich selbst umbringt und wir begleiten sie dann in ihren letzten Gedankengängen kurz vor dem Akt. Also ein Langfilm? Nein, ein Kurzfilm. Wo kann man was von dir sehen? Sowohl bei Vimeo als auch auf YouTube findet man mich unter Pico Pictures. Mit C. Pico mit K, Pictures mit C. Okay. Des Weiteren findet man auf YouTube auch den Pico Pictures Trailer Channel, wo ich dann eine kleine Auswahl von Trailern, die ich entweder erstellt habe. Entweder habe ich sie erstellt oder ich habe sie rekonstruiert oder restauriert. Dankeschön. Bitte. Viel Spaß noch bei der Version. Ebenso. Genau. Danke. Jetzt sind wir bei Merle an dem Tisch. Ich sehe hier gerade, DVDs und Blu-rays sind weniger als hinten im Saal. Das heißt, was finden wir bei dir? Oh, bei mir findet ihr nur aussortierte Sachen, die ich selber nicht mehr gucke. Und um meine Sammlung ein bisschen zu verkleinern, damit die Regale sich nicht mehr so füllen. Und in erster Linie verkaufe ich meinen handgefertigten Modeschmuck. Okay, das hab ich, das habe ich 10 Jahre lang professionell gemacht für einen lizenzierten Swarovski-Modeschmuckhersteller. Deswegen sind die meisten Schmuckstücke von mir mit Original-Swarovski-Komponenten. Sind das irgendwie filmthematische Sachen dabei? Irgendwie Fantasy, Horror, Splatter? Ja, Horror, Splatter. Also es gibt meine Abflussschellenringe mit einem Zombie-Finger dazu. Okay. Die findet ihr hier. Oder es gibt auch eine Kette aus Rosemary's Baby. Oh ja, die habe ich vorhin schon gesehen. Ja, ja, das ist die berühmte Szene mit, was riecht denn hier so komisch? Das sind dann diese Hexenwurzkräuter, die diese alte Hexe ihr da reinmacht. Und ja. Das heißt, sind die gefüllt? Nee, die kann man aber selber füllen, wenn man das möchte. Auch mit positiven Kräutern. Ja, gut riechenden Kräutern. Ja, jetzt gibt es hier noch für die Herren der Schöpfung auch einige Totenköpfe. Oder das hier ist auch aus einem Film, der in den 80ern sehr berühmt war, Highlander. Das Claymore-Schwert, das schottische Breitschwert. Das ist eine Zeichnung und die habe ich lasern lassen. Ja, wenn einem die 0815 Blockbuster nicht mehr ausreichen, wo ja dann man auch beim Gucken schon merkt, da sitzen irgendwelche Produzenten, die dann dort die Kreativität einstauchen. Ja. Und in diesen ganzen Genrefilmen ist eben wird der Kreativität noch freien Lauf gelassen. Das ist dann alles extremer. Die trauen sich auch mal was. Und das sind dann immer so Arthouse-Filme, wo dann auch mal ein Kind stirbt oder irgendwas ganz Schlimmes passiert, genau, die dann aus der Norm rausspringen und dann auch tituliert werden. Und das sind dann die Filme, die vielleicht nicht gut genug dafür waren oder weil das Thema nicht arthouse-fähig ist, die dann aber Kultstatus erreichen als Genrefilm, weil es einfach extremer ist und dann einem das nicht mehr ausreicht, wenn ganz New York verwüstet wird, dann möchte man noch, dass da noch eine Atombombe rauffällt und dann möchte man noch ein paar Einhörner, die mit Maschinengewehren bewaffnet sind und irgendwen befreien oder so. Den gibt's hier? Nee, den gibt's noch nicht. Kommt, am 1.10. Aber das Level, aber so ein Level muss man erstmal erreichen und dann landet man hier auch auf dem Tisch. Dann bedanken wir uns bei Merle. Und gucken nächstes Mal, wenn die ganze Kombo hier ist. Ja, toll, da würde ich mich freuen. Danke. Ciao. Wir haben gesehen, dass jetzt die nächste, das ist ein guter Outro, die nächste ist am 1.10. Da sind auch mehrere Stars dabei, habe ich gehört. Wird die auch hier stattfinden oder woanders? Ich glaube hier. Okay. Also Hamburg hat zwei Städten, die eine ist an der Uni. Aha. Dann musst du dich auskennen. Oder Vasil ist ja der junge Typ hier, der... Natürlich. Ach nee, du arbeitest da.
Sorry, ich dachte, du studierst jetzt in Hamburg. Nein. Guck mal, ich sehe dich so jung, dass ich dachte, du studierst hier. Nein, du arbeitest an der Uni. Ich studiere noch. Das Leben. Das Leben, genau. Warst du nicht früher Fan von Alan Harris? Standst du nicht bei ihm vorm Haus? Ach so, ja, stimmt. Pubertät, ja. Du hast gesagt, guck mal, jemand porträtiert mich in einem Star Wars. So, schön, dass wir hier sind bei der Filmbörse Hamburg. Filmbörse Hamburg, das ist die FSK-Filmbörse, wie ich gelesen habe. Ja, FSK. Die FSK-18-Börse natürlich. Das heißt, das sind viele Sachen, die früher unterm Ladentisch verkauft wurden. Da habe ich die Torten, die ich letztens gefilmt habe, gelöscht. Nee, Moment, da sind ein paar Torten drauf. Ich hatte ein größeres Tortenprojekt. Also so Videos, weißt du, diese Videos, die schnell aufgenommen werden, abgespielt werden, wie man eine Torte zusammenstellt. Quasi YouTube-Videos. Ja, ungefähr. Für einen größeren Verlag. Ach so. Okay. Können wir auch hier nennen, aber ja, mache ich gerade nicht. Wer ist denn der Typ, der die ganze Zeit da steht? Unseren Interviewpartner belästigt. Ja, ja. Vor allem kennt er auch den Vater.